Herzlich willkommen zurück zum Teil 2 der Radler der Reparatur. Wir sind ja hier immer noch an unseren schönen 44D. Und zwar, ja, Ventildeckel habe ich unten, die Säulen. Und irgendwie hatte ich die, ich hatte die heute Nachmittag schon mal unten. Und jetzt hier hat es das ganze Öl wieder rausgedrückt. Sieht wieder hier total katastrophal aus. Aber darum sollte es eigentlich gar nicht gehen. Ja, vielleicht kommen wir. Schauen wir es doch noch mal ganz kurz an. Was ich festgestellt habe, ne, hier diese Fläche ist gleich hoch, also da gibt es keine Kante oder so und deswegen läuft hier nämlich auch das Öl so raus, wenn die Dichtungen kaputt sind. Aber das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier die Ventile einstelle. Wir haben natürlich neue Dichtungen schon zweimal da. Die passen hoffentlich. Dann können wir die auch gleich reparieren bzw. austauschen und hoffentlich das Ölproblem behoben. Ja, zum Thema Ventile einstellen. Ich habe jetzt hier. So, ich muss jetzt hier leider zum Handy switchen. Da ist die Qualität natürlich deutlich schlechter wie bei der GoPro. Aber GoPro 10 kann ich nicht empfehlen, wenn es kalt draußen ist. Die ist jetzt einfach schon wieder ausgegangen. Wegen angeblich schwachen Akku, obwohl da eigentlich relativ voll war, bevor ich sie ungefähr jetzt hier 2 Stunden ja, halt in der Kälte liegen hatte. Aber das muss ja eigentlich so eine Actioncam aushalten. Also nochmal zurück. Zylinder 1 ist hier in der Wasserpumpe, das heißt 1, 2, 3, 4. Von Zylinder 1 bis 3 haben wir die Ventile einstellt. Das heißt, jetzt fehlt nur noch der hier. Der Zylinder, ich werde euch zwischendrin immer mal so ein paar Einstellschemen oder aus dem Werkstatt- und Reparaturhandbuch Sachen einblenden. Währenddessen erkläre ich euch, wie ich das gemacht habe. Also eigentlich soll man hier über den Anlasser, soll man die Einstellpumpe auf Stopp stellen und den Anlasser mit dem Anlasser drehen lassen. Weil ich habe gedacht, dann drehst du ewig, dann siehst du nicht, musst ja rein. Wie siehst du dann, wann sie anhält und so weiter, war mir alles ein bisschen zu kompliziert. Und zwar haben wir hier unten, haben wir unsere Öffnung für Schwungrad. Da ist so eine Abdeckung drauf, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich dann auch erst gesehen. Durch den ganzen Dreck habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass da irgendwas ist. Und hier kann man dann im Prinzip einfach mit einem Schraubenzieher drehen, bis natürlich die Ventile hier in der richtigen Stellung sind. Aber man muss das ja immer stellen, bis der Kolben auf OT ist. Ist noch nicht ganz. Dann schaue ich mal, ob ich das gleichzeitig hinbekomme. Dann nehme ich mal hier meinen großen Schraubenzieher und drehe hier vorsichtig weiter. Und ihr solltet dann eigentlich sehen, wie die Ventile sich bewegen. Ich hoffe doch. Tut sich da überhaupt was? Ja, man sieht es vielleicht ganz leicht. Das Ventil kommt jetzt hier hoch. Natürlich der Geschwindigkeit, wo ich drehe, ist das jetzt hier natürlich eine Katastrophe. Aber ich drehe hier einfach mal weiter. Und dann schauen wir uns das an, wenn der auf OT ist. So, wir haben das jetzt genau auf OT. Jetzt habe ich dann hier mal Schieblehre, nee, Messfühler, na, wie heißt jetzt diese Einstellblättchen? Das ist jetzt 440. Und schiebe ich das mal ein bisschen zusammen, dass wir es das mal testen können. Also bei 40 kommen wir hier auf jeden Fall durch. 30 soll er haben, das heißt, da ist auf jeden Fall zu viel. Und hier ist 40 knapp, das heißt, das ist besser. Dann drehen wir mal hier auf 30. Dann ist das, glaube ich, das einzige Ventil, was sogar gepasst hat. Ja. Obwohl ich glaube, ich könnte es ein bisschen straffer stellen, aber minimal.
Weil wir waren so immer zwischen 40 und 50, 30 darf er haben, warm und kalt auf Ein- und Auslassseite. Jetzt, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber meiner Meinung nach ist das hier die Auslassseite, das hier die Einlassseite. Die Einlassseite war generell immer besser. Ja, kann es natürlich auch anders sein. Damit habe ich mich jetzt nicht befasst, welches Ventil Ein- und Auslass ist, aber ist jetzt auch nicht wichtig. Dann mache ich jetzt hier die Mutterlocke, drehe die Schraube ein bisschen weiter rein, dann kommt das Ventil hinten hoch, wird vorne runter gedrückt, messe nochmal nach. Ich habe hier mal einen 40er, den 40er, der soll auf keinen Fall mehr reingehen und dann machen wir hier weiter. So, wir haben das jetzt hier eingestellt, dass es passt, das heißt, wir haben, wo steht es hier, bei der Fühlerlehre 30. Und gehen dann hier hin. Ihr seht, flutscht schön. Ich habe extra geprüft, 40 passt nicht. Das ist das Wichtigste. Und hier auch. Verkantet teilweise ein bisschen, aber ist auf jeden Fall gut. 30. Das heißt, wir haben jetzt hier alle Ventile durch. Ich prüfe nochmal, ob die gut fest sind. Und dann mache ich erstmal die Deckel mit den alten Dichtungen wieder drauf, weil ich hier dann erstmal hier schön sauber machen muss und so weiter. Dann kommen auch die neuen Dichtungen drauf und dann ist das hoffentlich alles wieder in Ordnung. Dann kann ich das auch bei mir in Wartungsplan eintragen, Ventilspiel einstellen, Ventilspiel passt. Und dann wird es natürlich, ich weiß nicht, nach wie vielen Stunden man das immer machen muss, wird es nach so und so vielen Stunden natürlich wieder überprüft. Was mir beim Drehen aufgefallen ist, und ja, das ist schon wieder so ein Moment, wo ich mir so denke, ach komm, das gibt's nicht, ne? Ich habe so gedacht, ja, warum quietschen diese Keilriemen so komisch, ne, wenn man dreht? Und ich gehe jetzt hier mal hin. Sieht man das irgendwie, dass diese Keilriemen so den hier machen? Und ich gehe davon aus, dass die zwei Keilriemen, die hier hoch zur Wasserpumpe gehen, dass die eine Führung nach drüben gemusst hätten, ne? Die hätten hierhin gemusst. Und jetzt laufen die so schräg irgendwie komisch. Dementsprechend anfressen werden die wahrscheinlich hier schon sein. Und die werde ich dann wahrscheinlich auch gleich tauschen, weil wenn jetzt die ganze Zeit, ne, seht ihr, wie krumm das gelaufen ist oder läuft, das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Das ist natürlich hier, ja, ich sag einfach nichts dazu. Aber dann werden auf jeden Fall hier mal alle Keilriemen neu gemacht, weil hier der eine wurde auch schon mal getauscht. Ja, der ist hier ist so, naja, alt und der hier ist deutlich strammer auf jeden Fall. Also den hat es mal zerrissen. Den hat es mal zerrissen. Der hat es überlebt. Und dann, na, seht ihr, wie der dran rumwackelt. Und der hier ist deutlich fester und man soll eigentlich solche Keilriemen paarweise tauschen, dass genau das hier nicht passiert. Na? Und der hier fester ist. Ja, das muss ich auch mir auf die Liste mitschreiben, muss die Nummern raussuchen und dann werden natürlich auch gleich alle mitgetauscht. Ja. Aber zurück zum Kontext, also die Deckel, das muss ich jetzt ja nicht mehr zeigen, wie ich die drauf mache. Als nächstes geht es hier ans Thermostat. Weiß nicht, ob man es schon mal gesehen hat oder ob ich das schon mal angesprochen habe. Das Thermostat ist defekt. Nachdem ich hier den Temperatursensor angeschlossen habe, habe ich gemerkt, dass der Motor in den seltensten Fällen über 70 Grad kommt. Also echt im Sommer ist ein paar Mal an die 72, 74 sowas gekommen. Aber auf jeden Fall ist das Thermostat hier kaputt und ist immer offen. Der wird überhaupt nicht warm, das Getriebe wird nicht warm. Ich gehe mal kurz so rüber. Jeden Fall sind wir hier drüben. Genau, das ist jetzt die Seite hier vom Thermostat. Und was mehr am Thema Getriebe wird nicht warm. Hier kommt ja diese große Leitung vom Motor raus. Und die geht hier runter in diesen, in dieses Aggregat hier unten. Und das ist ein Wärmetauscher. Und der wärmt eigentlich,
Ich glaube vom Wandler. Ich glaube vom Wandler wärmt er das Öl vor. Oder vom Lastschaltgetriebe. Von irgendwas auf jeden Fall ist das hier so eine Vorwärmung. Beziehungsweise ein Wärmetauscher. Und die hat natürlich auch ihre Sinnhaftigkeit. Das ist natürlich auch, dass das alles wieder funktioniert. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Das ganze System hier hat 42 Liter Kühlflüssigkeit. Das heißt, das muss alles abgelassen werden. Die Ablassstellen zeige ich euch dann das nächste Mal, wenn dann hoffentlich der GoPro-Akku wieder voll ist und nicht wegen Kälte abschaltet. Dann lassen wir das ganze Kühlwasser ab, spülen es mal durch. Ich habe schon Neues da. Dann wird hier das Thermostat getauscht, habe ich natürlich auch schon Ersatz da. Und dann hoffe ich, dass der auch wieder seine guten 90 Grad erreicht. Und dann auch hier die ganzen Systeme wieder auf Betriebstemperatur kommen. Genau. So, wir sind jetzt wieder zurück mit der GoPro. Die hatte außer das letzte Mal noch 70% Akku, keine Ahnung, was da kaputt ist. Aber was ist passiert? Ich habe jetzt hier die neuen Dichtungen. Sehr schön. Ich hoffe, die sind jetzt dicht. Möglicherweise muss man da nochmal nachziehen nach einiger Zeit, weil die Dichtung sich vielleicht noch ein bisschen zusammendrückt. Aber an sich ist es gut. Das nächste Problematik, was ich angesprochen habe, ist ja hier dieses Thermostat. Ja, das schwitzt hier alles ein bisschen, weil die haben es jetzt hier irgendwie jetzt, hatten wir heute fast 13 Grad. Und dafür werde ich jetzt hier die Schrauben lösen. Und hier die Schellen, also diese Schellen lösen. Und hier ist jetzt dann wahrscheinlich das Thermostat-Einsatz drin, also nicht wahrscheinlich, sondern es sitzt da drin. Und das ist ja defekt, da habe ich auch schon Ersatz. Ich habe jetzt schon mal das Wasser abgelassen. Unten, hier unten. Ja. Und jetzt ist noch ein Wärmetauscher und sowas, aber das will ich gleich tauschen. Aber erstmal hierfür für den Thermostat tauschen reicht das erstmal. Da sollte jetzt eigentlich nicht mehr hunderte Liter Wasser rauskommen. Dann kann ich das machen und dann schraube ich das mal los und schalte dann wieder ein, wenn es was Interessantes gibt. So, also wir sind jetzt hier auf der Seite. Das Thema Thermostat habe ich mir jetzt überlegt. Hier innen ist das Gehäuse für das Thermostat und hoffentlich sitzt das hier drin. Logischerweise muss es hier drin sitzen. Das heißt, ich schraube jetzt das hier weg, den Deckel hier, kann dann hoffentlich weit genug hier wegklappen, um die Innerei rauszunehmen und den Thermostateinsatz zu wechseln. Genau. Ja, dann schraube ich das erstmal lose. Wasser habe ich jetzt zum Glück schon abgelassen. Da ist keins mehr drauf, da kommt dann gleich Neues rein. Möglicherweise muss ich hier noch ein bisschen lose schrauben, dass ich das alles ein bisschen biegen kann. Und dann schauen wir uns das an. Ich habe jetzt hier die vier Schrauben, drei Schrauben sind es eigentlich nur, hausen. Jetzt mache ich das mal hier auseinander. Diese rote Spezialdichtmasse, die hier verwendet wurde. Ja, mal schauen. Die hält es auf jeden Fall hier noch ein bisschen zusammen. Jetzt ist das natürlich mit einer Hand nicht ganz so einfach. Oh ne, das ist ja wieder Sauerei. Also. Boah. Hier drascht jetzt auch das Wasser runter. Gut, aber viel kann es echt nicht mehr sein. Nur was mich gar nicht fällt, ist hier diese Dichtmasse, wenn ich ehrlich bin, die sogar auf dem Thermostat hängt. Ich glaube nicht, dass das Original so ist. Aber gut, ich habe hier zumindest jetzt mal ein bisschen Platz. Dann werde ich hier was unterlegen, dass hier nicht das ganze Wasser reintropft. Und dann mal hier gar auseinander machen. Vielleicht muss ich hier den Schlauch noch ein bisschen lösen. Und hoffentlich komme ich dann hier im Kompressor vorbei. So, kurzes Status-Update hier zum ganzen Thema. Ja, das ist wieder aus dieser 15-Minuten-Reparatur. Wird eine halbe Motorrestauration. Also,
Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe hier die Leitung gelöst. Das ist ja hier die Leitung. Die habe ich dann hier einmal gelöst, dann halt nicht genügend Spiel. Dann habe ich sie hier oben losgemacht. Hier sieht man nochmal genau, wie das ganze Motoröl durchläuft. Ich habe ja natürlich auch einiges an Motoröl in der Druckluft, falls ihr es noch nicht wisst. Da muss der Kompressor gemacht werden. Vielleicht mache ich das auch gleich noch mit. Beim Lösen vom Kompressor ist hier unten ist so ein riesiger Bolzen drin. Hier so durch, ne? Und dann hier hinten, ungefähr an der Stelle, ist die Verstellschraube, dass man die Spannung von den Keilriemen einstellen kann. Dabei ist mir auffallen, dass hier unten was fehlt. Und zwar, das ist das hier. Wow, ne? Habe ich mir gedacht, klasse. Kannst du das hier auch gleich alles wieder schweißen. Dann, um die Keilriemen runter zu bekommen, hat es immer noch nicht alles ausgereicht. Dann musste ich hier oben das auch noch lose schrauben, dass das sich jetzt hier bewegen kann. Jetzt funktioniert es, Gott sei Dank. Warum habe ich das jetzt alles gemacht? Erstens mal, dass die Keilriemen jetzt wieder hier an der richtigen Stelle sind. Und zweitens, dass ich den Kompressor hier ziemlich frei bewegen kann. Und hier das Thermostat rausbekomme. Schauen wir mal, ob ich das jetzt wegbekomme. Auf jeden Fall, das ist schon wieder jetzt hier mehr, wie ich eigentlich machen wollte. Ich wollte ja eigentlich nur schnell das Thermostat reinmachen, zwei Dichtungen tauschen und das war's dann, ne? So, was ein Wunder. Wir haben das Thermostat zumindest auseinander. Hier ist noch ein Schluck Kühlwasser drin. Ja, das kommt mir jetzt alles auf die Hand gelaufen. Super. Genau, das ist hier das alte Thermostat. Hier das Thermostatgehäuse. Da darf ich natürlich jetzt auch diese super Dichtmasse hier wieder wegratzen. Ne? Habe ich auch schon richtig Lust drauf. Aber an sich kann ich das zumindest tauschen. Thermostat habe ich ein neues da. Dann ist das schon mal erledigt. Ja, wie ich mit den ganzen anderen Sachen hier weitermache, habe ich noch keine Ahnung. Ich würde sagen, ich fange hier jetzt erstmal an und wenn es wieder was Interessantes gibt, schalte ich euch wieder dazu. Ja, ist auf jeden Fall, wird eine größere Geschichte hier anscheinend. Gott sei Dank haben wir aktuell noch keinen Einsatz und er muss aktuell noch nicht dringend fahren. Ja, aber das wird hier eine größere Baustelle. Immer, man muss ja immer 10-mal so lange einplanen, wie man es gedacht hat. Deswegen ranhalten, dass das irgendwann fertig wird. So, ja, jetzt ist hier der nächste Tag. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen. Fühlt, ist hier gerade die Sinnflut. Also, hier das alte Thermostat, was ja gut einschmiert war von allen Richtungen. Ich weiß sowieso nicht, warum hier eigentlich Dichtmasse ist. Ach so, weil das ja hier nach abdichtet. Und hier das neue Thermostat mit der Dichtung, die hier reingehört. Dann gehört es höchstwahrscheinlich so. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, ist hier diese Dichtfläche, die ist ja schon sehr stark angegriffen. Ich hoffe, das dichtet noch richtig ab. Das könnte natürlich auch der Grund sein, warum hier alles schon so zugeschmiert war mit dieser Dichtmasse. Und hierauf kommt dann diese Dichtung. Und dann kommt der Deckel wieder da drauf. Ungefähr so. Genau. Ich werde es jetzt testweise mal zusammenschrauben, werde von beiden Seiten mal was reinfüllen, wir schauen, ob was rausläuft. Also zumindest hier in den Dichtstellen. Und wenn nicht, muss ich halt auch so dicht machen draufschmieren, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich nehme jetzt erstmal hier diese Dichtungen, die dabei waren. Ja, jetzt hört es halt auf, wie das regnet. Und schraube das dann zusammen, teste das und dann, wenn es fertig ist, baue ich das erstmal wieder ein, dass wir zumindest mal den Wasserkreis wieder zusammen haben. Okay, das Thermostat hier haben wir wieder zusammen. Das war dann doch nicht ganz so einfach. Also, das muss ich doch hier nochmal auseinanderlegen. Weil das hier kann man zusammenbauen, ne, die Schläuche wegen hin und her schieben. Dann hat man das dran, nur dieses Ding hier mit dem Schlauch, das ging nicht. Dann habe ich das hier nochmal getrennt, habe den Schlauch gesteckt und dann habe ich das hier so zusammengeschoben, ne, so
Ich habe das hier so rangebogen, schön festgemacht. Jetzt soll das alles dicht sein und das Thermostat logischerweise funktionieren. Jetzt kommt dann das nächste. Dafür gehe ich mal ein bisschen runter. Oder man sieht es hier vielleicht auch. Hier unten das hier. Wie weit komme ich hier ran? Das längliche schwarze, was ihr jetzt seht, ist der Wärmetauscher. Und da ist auch noch mal eine Ablassschraube drin. Da ist logischerweise auch das Wasser drin, Kühlwasser. Und das lasse ich jetzt auch noch ab. Dafür habe ich jetzt schon eine Wanne drunter. Dann muss ich jetzt hier mal kurz runter, ohne dass ich. Okay. Und jetzt geht ihr mal hier lang. Ich komme da leider nicht dran. Und ihr seht jetzt hier unten dran, ist eine Schraube. Die drehe ich dann jetzt auf. Dann kann ich hier auch noch das Wasser ablassen. Genau, meine Wanne habe ich drunter, habe ich hoffentlich schon gesagt. Und ich hoffe, dass dann nicht alles daneben läuft, aber ein paar Tropfen. Ja, die Wanne ist natürlich groß genug, aber hoffen wir, dass wir da alles gut einfangen, wenn ich jetzt hier die Schraube aufdrehe. Ja, die Schraube im Wärmetauscher hat vorerst leider gewonnen, weil die sitzt so fest. Da weiß jetzt noch nicht, ob ich die aufmachen will, nicht, dass ich da noch was kaputt mache, aber wir haben hier diese Schraube noch. Das ist die letzte Möglichkeit, Kühlwasser abzulassen. Das heißt, die werde ich öffnen und dann überlege ich mir das nochmal, wie das alles ja, an dem Wärmetauscher ist. Ich dachte, bevor ich da was kaputt mache, mache ich lieber erstmal nichts und lasse es drin. Ich habe von der Spezifikation die gleiche Kühlflüssigkeit, das heißt, da sollte nichts passieren. Okay, die Schraube habe ich jetzt locker. Meine Mama ist so hinbekommen. Und es kommt auch Kühlflüssigkeit raus. Und zwar nicht zu wenig. Boah, lecker mir. Okay, dann lassen wir das mal so laufen. Muss bloß aufpassen, dass meine Wanne irgendwann voll wird. Okay, wir haben jetzt das wieder zusammen, das Thermostat. Dann habe ich jetzt hier noch Kühlflüssigkeit einfüllt. Ungefähr bis Maximum. Eigentlich sollte man jetzt den Motor noch laufen lassen. Geht leider nicht, weil ich ja hier noch den Kompressor machen will. Das seht ihr dann im nächsten Video. Genau, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Damit unterstützt ihr den Kanal. Und verpasst natürlich nichts, kein neues Video, auch wenn es dann endlich wieder im Sommer weitergeht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Und wenn es irgendwas zu sagen gibt, gerne auch einen Kommentar schreiben. Und dann bis zum nächsten Mal.